Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie das Gefühl, wenn einem alles durch die Finger gleitet? Diese Unsicherheit, dieses leicht Panische im Unterton, das ist nicht schön. Und doch habe ich den Eindruck, als seien viele oft nicht weit davon entfernt. Wir haben geglaubt, dass sich etwa in Afghanistan so etwas wie ein für uns normales Leben entwickeln könnte, mit garantierten Menschen- und Frauenrechten. Und jetzt sehen wir die Taliban, wie sie das Land überrennen und Leute wieder quälen und töten. Wir haben geglaubt, dass wir endlich etwas gegen den Klimawandel unternehmen könnten. Stattdessen sehen wir, wie die Welt brennt oder im Wasser ersäuft und bestimmte Kipppunkte immer näher rücken. Der tauende Permafrostboden, der immer mehr Methan freigibt und die Erwärmung noch mehr anheizt. Wir haben geglaubt, dass Corona endlich im Griff wäre. Stattdessen steigt die Inzidenz und der Herbst ist wieder völlig unsicher. Wir haben geglaubt und stattdessen passiert etwas ganz anderes. Wie oft stoßen wir zurzeit an die Grenzen dessen, was wir noch glauben können und sind damit nicht alleine. Ganz offenbar war es bei Jesus ganz ähnlich, dass sich ausgelöst durch bestimmte Ereignisse plötzlich so eine fatale Grundstimmung ergeben hat. Nur so ist es zu erklären, was wir im Lukas-Evangelium Kapitel 17 lesen, wo die Jünger Jesu, seine engsten Vertrauten, zu ihm kommen und sagen: Stärke unseren Glauben. Ich weiß nicht, was sie als Antwort erwartet haben, vielleicht wieder eines dieser überragenden Wunder, wo man sieht, Jesus hat das alles im Griff. Oder vielleicht so etwas wie ein magisches Stärkungsritual, nachdem die Jünger dann kraftstrotzend wieder an die Arbeit gehen können. Aber Jesus tritt nicht in dieser Weise in Aktion. Es gibt folgende etwas kryptische Antwort: Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesem Maulbeerbaum befehlen: Zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer, und er wird euch gehorchen. Wieder so ein Gleichnis. Er beantwortet die Bitte der Jünger um Stärkung ihres Glaubens wieder nur mit Worten, die eigentlich auch wieder sehr ernüchternd waren, denn offensichtlich hat keiner der Jünger irgendeinem Maulbeerbaum irgendetwas befehlen können und er hätte auch nur einen Ast krumm gemacht. Für uns ist das gut, denn weder ein Wunder noch irgendeine magische Kraft hätten uns 2000 Jahre später etwas gebracht. Aber mit den Worten und Bildern, mit denen können wir wieder etwas anfangen. Das Senfkorn gilt als besonders kleines Samenkorn, aus dem aber ein Senfbaum erwachsen kann, ein riesiger Baum, der Schatten spenden kann in einem heißen Land wie Israel. Der Maulbeerbaum gilt als besonders hartnäckig und ihn zu verpflanzen ist eine schier unmenschliche Kraftanstrengung. Wie also soll etwas so Kleines etwas so Großes bewirken können? Nun, und das ist das Wichtige, das Erstaunliche, das Ermutigende auch für uns heute, das ist die Eigenart von Glauben. Er hängt sich eben nicht an das Offensichtliche, auch nicht an das, was uns aktuell als machbar erscheint. Glauben gibt sich nicht mit den üblichen Grenzen zufrieden. Und dabei ist er kein Powertool,
nichts, was mit roher Gewalt das umsetzt, was er will. Er ist eher ein Schlüssel, mit dessen Hilfe man an wesentlich größere Kräfte kommt. Oder ein kleiner Hebel, der mit einem Mal das riesige Kraftwerk in Bewegung setzt. Ja, und das deckt sich tatsächlich mit unserer Lebenswirklichkeit. Das, was wir glauben, das manifestiert sich früher oder später in unserem Leben, in dieser Welt. Im Prinzip, und das zu verstehen, ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Im Prinzip bedeutet Glauben Schöpfermacht. Wir gestalten unsere Welt anhand der Glaubenssätze, die in uns drin sind, im Guten wie im Schlechten. Wunderbare, segensreiche, erfüllende Glaubenssätze oder schädliche Glaubenssätze. Wenn wir etwas wirklich für richtig halten, dann werden wir so lange nicht ruhen, bis es tatsächlich unsere Realität ist. Und wenn wir nur den leisesten Zweifel haben, dann kann sich das zu einem riesigen Hemmnis auswachsen, wo dann gar nichts mehr geht. So läuft das mit dem Glauben. Und so bekommt die Bitte der Jünger eine reelle Bedeutung. Stärke unseren Glauben. Jesus stärkt ihren Glauben, indem er mit den kleinsten Teilen anfängt. Die kleinsten Hinweise auf die andere, die bessere Wirklichkeit, die wir aber tatsächlich für wahr halten. Und das ist das Entscheidende. Er fängt damit an, dass wir in bestimmten Situationen schon gespürt haben, dass es mehr gibt als nur das Machbare und Produzierbare. Am Ende setzt sich die Liebe durch. Entwicklung ist das Wesen der Menschheit. Das sind starke Glaubenssätze, das ist schon der Senfbaum sozusagen. Das kleine Senfkorn in unserer Hand ist der Moment, in dem wir spüren, da liebt uns jemand ohne Bedingungen. Da schenkt uns jemand eine Liebe, die wir uns nicht verdienen müssen, einfach nur, weil wir da sind. Und weil wir sind, wer wir sind, ohne Leistung, ohne Muss. Das kann eine ganz kleine Geste sein, ein Lächeln, ein Nicken. Wenn wir das für wahr und echt halten und nicht zweifeln, dass das ja doch wieder alles fake ist, wenn wir wirklich das Gefühl einer bedingungslosen Liebe erhalten, dann stärkt uns das unglaublich. Und wenn es so kleine Anzeichen davon gibt, dann kann es vielleicht noch mehr geben. Und wenn wir das glauben, dann nähern wir uns womöglich sogar der Quelle aller bedingungslosen Liebe, Gott. Und dann haben wir praktisch das Kraftwerk angeschaltet. Mit dem kleinen Samenkorn fängt es an, und das ist der Schlüssel zu viel, viel mehr. Wir können uns schließlich eine Welt erschaffen, in der letztlich nur die Liebe zählt, auch wenn alle anderen da draußen auf Leistung und Druck und Machtgehabe setzen. Für uns zählt dann etwas anderes. Und das zieht wieder Ähnliches an und es entsteht mit der Zeit ein großes Gebilde, unsere Kreation. Und das Gleiche gilt für die Hoffnung auf Entwicklung. Schauen wir uns im Kleinen an, was sich schon alles entwickelt hat. Wo Menschen gelernt haben, auf die Schöpfung zu achten, wo sie sich nicht mehr die Köpfe einschlagen, sondern zusammenarbeiten. Und bei Gott, da gibt es viele kleine Beispiele. Wenn wir das für uns als wahr erkennen, dann ist das der Schlüssel, nur noch auf Entwicklung zu setzen. Auch wenn andere in ihrem Denken und Handeln stehen bleiben oder gar Rückschritte machen, wir,
die wir dieses kleine Senfkorn in der Hand haben, das wir für real halten, wir können das zum Wachsen bringen und damit große Kräfte zum Guten entfalten. Wo sind sie, diese kleinen Ereignisse, die uns eine andere, bessere Wirklichkeit als reell und wirksam erachten lassen? Vielleicht eine gelungene Versöhnung? Vielleicht die Förderung der Gemeinschaft? Vielleicht das Aufgehen in einem Gefühl von Einheit mit einer Gruppe oder einem anderen Menschen? Das sind die Dinge, die uns wieder mit unserer Schöpferkraft zum Guten hin verbinden können. Wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir sie für wichtig halten und ihnen Bedeutung geben. Mehr Bedeutung als die Erfahrung des Schlechten. Wir tendieren dazu, das Schlechte in den Vordergrund zu rücken, müssen uns aber im Klaren sein, dass auch das eine Wirkung entfaltet und unsere Welt gestaltet, aber nicht zum Besseren. Deswegen der Aufruf aus dem Munde Jesu: Schau auf das kleine Samenkorn von Hoffnung, von Ermutigung, von Wachstum und vor allem von Liebe. Und du wirst zu Großartigem in der Lage sein. Das ist keine Utopie. Das ist eine spirituelle Grundregel. Gleiches zieht Gleiches an. Worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, das wird wachsen und an Bedeutung gewinnen. Lassen wir es das Beste in uns sein. Die kleinen oder größeren Zeichen einer besseren Welt, die wir für wahr halten und real. Und alles, was zäh ist und hartnäckig in uns und wuchert, an schlechten Glaubenssätzen, wird sich dann nach und nach verwandeln und, um im Bild zu bleiben, im Meer von Entwicklung landen. Amen.